Guten Abend und willkommen zu einem Euronews-Special live aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Heute Abend starten wir das Rennen um den Top-Job der EU. Wer wird ihn ersetzen? Den Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Sechs Kandidaten, ihre Fragen. Eine Extraserie hier und jetzt. Das ist Raw Questions. Sie ist heute Abend unser Gast, die Kandidatin der Grünen, Ska Keller. Wir werden heute auf Publikumsfragen eingehen, die uns erreicht haben. Aber bevor wir das tun, müssen wir unbedingt kurz über die aktuellen Ereignisse sprechen. Beispiellose Wochen waren das für die Klimabewegung auf der ganzen Welt. Jetzt in London. Das waren einige der größten Demonstrationen, die wir bisher gesehen haben. Sie haben überall die Nachrichten dominiert. Egal, ob man dafür ist oder dagegen, man kommt nicht dran vorbei. Ich meine, wir haben alle diese Bilder gesehen. Ja, ganz außergewöhnliche Bilder aus London. Ska, was denken Sie, wenn Sie das sehen? Jubeln Sie innerlich? Wünschten Sie, Sie wären dabei bei den Demonstranten? Es ist wirklich unglaublich, dass wir diese große Klimabewegung auf der ganzen Welt und in Europa erleben. Ich halte das für sehr wichtig, denn die Klimaproblematik hat viel zu lange zu weit unten auf der Agenda gestanden. Wir Grünen haben ja immer geschrien, hey, lasst uns über das Klima und die Umwelt reden. Aber jetzt steht das Klima wirklich ganz oben auf der Agenda, dort, wo es hingehört. Denn wir haben nur diesen einen Planeten zum Leben. Also sollten wir auch wirklich alles probieren, was geht. Auch wenn das zu Störungen führt? Ich meine, Sie sagen den Leuten einfach, hey, heute wird es ein bisschen schwierig sein, zur Arbeit zu kommen, aber wir machen das fürs Klima. Ja, jeder Protest muss natürlich immer friedlich sein. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der Klimawandel schon jetzt viele Menschen beeinträchtigt. Sie verlieren ihre Häuser, ihre Existenzgrundlage. Wir sehen bereits die Auswirkungen in Europa. Aber die Frage ist, sind Sie mit solchen Aktionen einverstanden? Sollten die Leute Straßen, U-Bahnen und Züge blockieren, wenn damit die Botschaft vermittelt wird? Ziviler Ungehorsam hat eine lange Geschichte. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich Gehör verschafft. Die ganze Kontroverse ist doch so, ob die Schüler nicht am Wochenende streiken können. Aber wenn sie nur am Wochenende streiken, hört sie niemand. Nur wenn sie während der Schulzeit streiken, werden sie gehört. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass der Klimawandel unser aller Leben wirklich zerstört. Wir müssen also wirklich handeln. Ja, das ist wirklich ganz oben auf der Agenda angekommen. Und wir werden viele Fragen dazu haben, aber bevor wir dazu kommen, erfahren wir ein bisschen mehr darüber, wer Ska Keller ist. Ska Keller, ein Teil des grünen Duos für die diesjährige Wahl. So amazing to see, you're so brave, you're not giving up, you're standing up for your rights. But who is she? Wer ist sie? Geboren in Ostdeutschland nahe der polnischen Grenze, ist sie bereits ihr ganzes Leben lang Aktivistin. For all the people living under dictatorships, like the country where I myself was born. 2001 trat sie im Alter von nur 19 Jahren der Grünen Jugendbewegung bei, ein Jahr später der Partei Die Grünen. Als sie 2009 mit 27 Jahren nach Brüssel kam, war sie eine der jüngsten EU-Abgeordneten. Und eigentlich neu im Parlament fühlte sie sich an der Basis längst zu Hause. On which side do we stand? Do we stand on the side of hate and of walls? Or do we stand on the side of democracy and of building bridges? Sie ist Co-Vorsitzende ihrer Partei und Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte stehen ganz oben auf ihrer Liste. Sie kämpft für ein grenzenloses und gerechtes Europa. Aber das war nicht immer einfach. Sie wird heftig kritisiert für ihre liberale Haltung zur Migration und ihre Politik der offenen Türen. Ihr Engagement für einen bulgarischen Nationalpark brachte ihr die Bezeichnung als grüne Dschihadistin ein. Was halten Sie davon, grüner Dschihadist?
Das war ein sehr denkwürdiger Besuch in Bulgarien, als ich mich den Protesten der Menschen anschloss, die den Nationalpark schützen wollen. Der stellvertretende Ministerpräsident hat dann tatsächlich gesagt, dass ich aus dem Land geworfen werden soll. Das ist ziemlich schockierend, eine Regierung, die sagt, wir wollen nicht, dass die Leute protestieren, wir werfen gewählte Abgeordnete aus dem Land. Kommen wir zu unserer ersten Publikumsfrage des Abends. Sie ist von Sami Shavit von der ULB-Universität. Sami, was ist Ihre Frage? Hallo Ska, weil es gerade so viele soziale Bewegungen in ganz Europa gibt, vor allem in Frankreich, die Gilets jaunes. Meine Frage ist also, wie ist Ihre Position zur Steuer, Flugtickets und Treibstoffen? Vielen Dank für die Frage. Ich denke, wir sollten Subventionen für Flugreisen beenden. Im Moment erhalten Fluggesellschaften Steuererleichterungen, während wir Züge stark besteuern. Für ein Zugticket fallen Mehrwertsteuer an, für ein Flugticket nicht. Fluggesellschaften zahlen keine Steuern auf Währung und so weiter. Es gibt also diesen unlauteren Wettbewerb. Aber nicht nur beim Fliegen. Insgesamt sollten wir Subventionen an die einstellen, die unseren Planeten schaden. Im Moment subventionieren wir die Technologie fossiler Brennstoffe mit 55 Milliarden. Das Geld sollten wir besser in klimafreundliche Technologien investieren. Klimafragen sind eng mit sozialen Fragen verbunden. Arme Menschen leiden am meisten unter dem Klimawandel. Sie verursachen aber viel weniger CO2 als reiche Menschen. Was wir also tun müssen, wir müssen größere Verursacher dazu bringen, mehr zu zahlen. Das sind die Unternehmen und reiche Menschen. Und zum Preis für CO2. Den wollen wir pro Person zurückzahlen, sodass niedrige Einkommen mehr davon haben und auch Menschen, die weniger CO2-Emissionen verursachen. Also ist das Ihre Antwort auf den Vorwurf, dass eine aggressive Klimapolitik in Wirklichkeit der Arbeiterklasse schadet? Lustig, dass Sie es eine aggressive Klimapolitik nennen. Wir versuchen, diesen Planeten zu retten. Wir versuchen, dass die jüngere Generation einen Planeten hat, auf dem sie leben kann, eine Zukunft. Also ja, wir müssen handeln, dringend. Und es ist ganz klar, dass es die reichen Menschen und die großen Unternehmen sind, die die meisten Emissionen ausstoßen. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir haben nicht nur Fragen aus dem Publikum, sondern auch von Ihnen zu Hause per Video. Die erste heute Abend kommt von Beth Doherty aus Dublin in Irland. Ihre Frage. Der Klimawandel betrifft junge Menschen am meisten. Wollen Sie unsere Zukunft mit konkreten Plänen und Zielen sichern oder mit leeren Versprechungen und vagen Zielen fortfahren wie bisher? Leere Versprechungen, so sehen es junge Leute wie Beth. Ja, und ich stimme völlig zu. Jeder spricht im Moment über Klimapolitik. Aber wenn wir uns die Abstimmungsergebnisse der Parteien im Europäischen Parlament ansehen, dann waren es in der Tat viele leere Versprechungen. Wenn die Parteien gegen die Klimaziele 2030 stimmen, wenn die Menschen gegen CO2-Grenzwerte für PKWs und LKWs stimmen, dann ist das in der Tat leeres Gerede. Wir brauchen sehr konkrete Maßnahmen, sehr bald, sehr dringend. Okay, gehen wir zu unserer nächsten Publikumsfrage von Maria Isabel Soldevilla. Sie ist Universitätsprofessorin. Was ist Ihre Frage? Sie haben viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Wie würden Sie die Gleichstellung der Geschlechter zu einer Priorität für die EU machen? Ja, die Gleichstellung der Geschlechter ist tatsächlich etwas, wo wir viel machen müssen. Bereits im Vertrag von Rom war die Verbesserung der Gleichberechtigung festgeschrieben. Ich würde sagen, das haben wir lange nicht geschafft. Im aktuellen EU-Parlament beträgt die Frauenquote jetzt nicht viel mehr als 30%. Das ist nicht gut. Es ist schrecklich. Wir sind 50% der Gesellschaft und die sollten in dem Haus repräsentiert sein, sind es aber nicht. Wir schlagen vor, Frauen erstmal in den Vordergrund zu stellen. Deshalb haben wir als Grüne immer eine doppelte Führung. 2 Fraktionsvorsitzende, 2 Spitzenkandidaten. Das ist etwas, was wir als Gruppe selbst tun können. Aber wir wollen auch eine Gehaltstransparenz, die offenlegt, was Unternehmen an Männer und Frauen zahlen, um Ungleichheiten zu erkennen. Es ist doch erstaunlich, dass wir das immer noch nicht genau wissen. Ungleichheiten unentdeckt bleiben. Ist es wichtig für Sie, dass der nächste Präsident eine Frau sein sollte?
Das wünschen wir uns jedenfalls. Wir hatten noch nie eine weibliche Kommissionspräsidentin. Ich denke, es wird Zeit. Es ist auch an der Zeit, dass wir insgesamt eine gleichberechtigte Kommission haben. Wir schlagen schon seit langem vor, dass Länder eine weibliche und einen männlichen Kommissar benennen, damit die Kommissionspräsidentin selbst eine Auswahl treffen kann, um dann eine geschlechtsspezifisch ausgewogene Kommission aufzustellen. Wir kommen nun zu einem anderen Thema, ebenfalls ein sehr wichtiges in der EU. Die Frage kommt über WhatsApp von Maman Lavelle in Niger. Wie können Sie den Zustrom von Migranten nach Europa steuern, nach den vielen Fehlversuchen, sie auf die Länder zu verteilen? Migration ist eines der Hauptanliegen der Wähler. Was sagen Sie? Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir alles Mögliche tun, damit die Menschen nicht flüchten müssen. Die EU kann natürlich nicht jedes Problem gleich lösen, wie den Krieg in Syrien. Aber die Mitgliedstaaten exportieren immer noch Waffen in Konfliktgebiete, in Länder wie Saudi-Arabien, das den Jemen bombardiert. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Das muss aufhören. Wir wollen eine Handelspolitik, die arme Menschen nicht ärmer macht, eine Agrarpolitik, die Menschen nicht ihrer Existenzgrundlage beraubt. Und dann sollten wir auch dafür sorgen, dass niemand im Mittelmeer ertrinkt. Ich kann nicht akzeptieren, dass wir 2019 in der Union leben, in der Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir wissen, wo sie ertrinken. Und wir helfen überhaupt nicht. Wir stoppen sogar Menschen, die helfen wollen. Das ist etwas, was ich in der EU nicht sehen möchte. Sie sind also frustriert, dass der Ansatz der EU nicht funktioniert, weil viele Länder keine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen wollen. Über welchen gemeinsamen Ansatz sprechen wir? Das Parlament hat einen gruppenübergreifenden Kompromiss gefunden. Es gab einen breiten Konsens, eher einen Kompromiss für eine gerechte Verteilung der Verantwortung. Denn ja, wenn eine große Anzahl von Menschen in ein Land kommt, ist das ein Problem. Aber wenn diese Herausforderung zwischen vielen Mitgliedstaaten geteilt wird, ist das besser. Was ist mit dem EU-Türkei-Deal? Die EU wirbt damit, Kritiker sagen nein. Wie bewerten Sie die Regelung, Menschen von den Grenzen fernzuhalten? Ja, genau, das ist das Problem. Der Türkei-Deal ist genau das. Es ist nicht mal ein Deal. Es ist nur eine gemeinsame Pressemitteilung ohne Menschenrechtsgarantien. Es geht darum, dass niemand zu uns kommt, ohne Rücksicht auf Menschenrechte. Das lehnen wir ab. Nur ganz schnell, Obergrenzen ja oder nein? Grenzen für was? Für die Anzahl von Flüchtlingen und Migranten, die nach Europa kommen. Wenn jemand in Not ist, kann man nicht sagen, du bist Person Nummer 1001, nein, dich nehmen wir nicht mit. Bei Geflüchteten kann man kein Limit ziehen, das geht nicht. Migration ist ein anderes Thema. Flüchtlinge sind Menschen in Not. Es ist eine Pflicht der Menschlichkeit, sie aufzunehmen. Aber Migration, das ist eine ganz andere Sache, zum Beispiel Arbeitsmigration. Da kann der Staat natürlich schon sagen, wir nehmen nur so und so viele auf, mit diesen und jenen Fähigkeiten, und zwar erst nächstes Jahr. Das ist völlig in Ordnung. Okay, wir unterscheiden zwischen den beiden. Welche Strategie verfolgen die Grünen im Umgang mit dem, was viele glauben? Es sieht so aus, als würden die sogenannten populistischen Parteien bei den nächsten Wahlen recht gut abschneiden. Ja, auch wenn wir noch auf den Wahltag warten müssen. Ich halte es für wichtig, dass sich alle demokratischen Parteien klar von den extremen Rechten distanzieren. Wir stehen auf der Grundlage der Menschenrechte, der europäischen Werte und müssen Abstand halten. Denn eine der größten Gefahren im Aufstieg von rechts ist, dass sich Mitte- und Mitte-Rechtsparteien auch weiter nach rechts bewegen und sich diesem Diskurs anschließen. Damit helfen sie dann den extremen Rechten und legitimieren sie. Sie würden nicht mit ihnen sprechen, mit ihnen zusammenarbeiten? Das ist eine andere Frage. Noch einmal. Was ich von den Konservativen erwarte, ist, dass sie sagen, nein, ich werde dem Diskurs nicht folgen und keine Koalition mit ihnen bilden. Wir haben das in Österreich und Andalusien gesehen, EVP oder auch Liberale, die sich mit den Extremrechten zusammenschließen, die sich nicht einmal für Menschenrechte einsetzen. Es besteht die reale Gefahr, dass sich der gesamte Diskurs nach rechts bewegt. Und dann bitte noch zur Frage, ob Sie mit Ihnen sprechen würden. Es gibt einige Politiker, die das nicht tun. Würden Sie? Ich möchte kein persönliches Gespräch mit jemandem führen, der Menschenrechte missachtet. Es gibt tatsächlich Leute im Parlament, die finden, dass Menschen ertrinken sollten. Und mit denen diskutiere ich nicht. Okay, das war klar. Und bevor wir zu weiteren Fragen kommen, lassen Sie uns auf einige Momente im Europäischen Parlament zurückblicken aus der Rubrik Das haben Sie gesagt.
You said it. Europa hat allen seinen Bürgern Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten versprochen. Aber diese großen Erfolge, sie sind in Gefahr. Wir müssen jeden Tag aufs Neue für sie kämpfen. Denn in Europa werden heute Richter entlassen. Korruption wird legalisiert, Zeitungen werden geschlossen, Universitäten schikaniert und die Zivilgesellschaft als Kriminelle behandelt. Wir haben Verantwortung. Sie als Präsident der Kommission, wir alle als Mitglieder des Europäischen Parlaments, aber alle Europäer von Nord nach Süd, von Ost nach West. Denn wenn Europa an Demokratie verliert, dann verliert es sich selbst. Sie haben dort zu Jean-Claude Juncker gesprochen, dem derzeitigen Kommissionspräsidenten. Ist er schlecht für die Demokratie? Sie haben dort über die Demokratie gesprochen. Überhaupt nicht. Ich habe über die Situation in den Mitgliedstaaten gesprochen. Dort sehen wir beunruhigende Trends. Ungarn ist ein Paradebeispiel für den Verlust von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Aber nicht nur dort. In Polen wird die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen. In Rumänien haben wir viele Probleme. Ich halte es für wichtig, dass wir Demokratie, bürgerliche Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. Sie sind grundlegende Werte der EU. Okay, nun zu unserer nächsten Publikumsfrage, des Studenten Pierre. Hallo, wie können wir Donald Trump angesichts der Bedeutung des Handels mit den USA ermutigen, umweltfreundlicher zu werden? Das ist eine große Aufgabe. Ich wünschte, ich hätte wirklich eine Antwort. Aber wenn wir Handel als ein Instrument benutzen, denn wir sind der Meinung, dass wir nur Handelsabkommen mit Ländern haben sollten, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben. Die USA gehört nicht dazu. Das ist ein Problem. Wir sollten sagen, stopp, für uns sind diese Dinge miteinander verbunden. Der Handel sollte unseren Klimazielen nicht widersprechen. Wir sind für internationale Zusammenarbeit, aber auf der Grundlage internationaler Abkommen. Sie wollen also Nein zum Handel mit den USA sagen, wenn sie sich nicht an das Pariser Abkommen halten. Das ist eine große Sache. Es gibt hier eine Menge Handel. Sie haben das Pariser Abkommen nicht unterzeichnet. Wir reden gerade darüber, ob es ein neues Handelsabkommen geben soll. Ich denke, es ist vor allem ein schlechter Zeitpunkt. Denn wenn Trump sagt, wenn ihr nicht macht, was ich sage, dann erhebe ich hohe Zölle auf eure Autos. Und dann sagt die EU gleich, okay, wir machen alles. Keine gute Haltung, finde ich. Aber davon abgesehen, wir sollten keine Freihandelsabkommen mit Ländern abschließen, die das Pariser Abkommen nicht unterzeichnet haben. Vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, als Kommissionspräsidentin, würden Sie sich darüber mit ihm auseinandersetzen? Ja, leider muss man ja auch mit Leuten reden, die man in seinem Job nicht besonders mag. Das ist immer so. Jetzt haben wir ein paar Ja-Nein-Fragen für Sie. Bitte nur das Wesentliche, keine Abweichung. Ja oder nein? Lassen Sie uns beginnen. Eine EU-Armee, ja oder nein? Nein, weil ich wissen will, wer schickt die Armee? Das Parlament wie in Deutschland oder... Nur ein Wort, bitte. Eine zweite Trump-Runde. Eine was bitte? Eine zweite Amtszeit für Trump. Nein, um Gottes Willen, nein. Ist China eine Gefahr für die EU? Ja. Würden Sie Artikel 50 widerrufen und den Brexit stoppen? Ja. Straßburg, Geldverschwendung? Ja. Das Parlament natürlich, nicht die Stadt. Nein, das Parlament natürlich, klar. Sollten die Menschen weniger Kinder haben, um die Umwelt zu schonen? Nein. Jean-Claude Juncker, ist er ein guter Präsident? Nein. Und zuletzt, Elektroscooter, sind Sie ein Fan? Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Haben Sie noch nicht? Die sind überall. Ich habe mein Fahrrad. Ich bin total zufrieden damit. Ich muss sagen, ich bin skeptisch gegenüber diesen Elektrofahrzeugsachen. Ich bin noch keine 50. Ich möchte mein normales Fahrrad benutzen. Vielleicht bin ich da ein bisschen Innovationsskeptiker. Unter uns, ich hasse sie. Ist es nicht ein wenig beschämend, dass jemand wie Greta Thunberg seit etwa einem Jahr auf der Bildfläche wahrscheinlich mehr Einfluss auf die Klimadebatte in ganz Europa hat als Sie? Und Sie sind Politikerin seit über
10 Jahren. Wir haben einen CO2-Grenzwert festgelegt. Wir haben dieses Klimagesetz verabschiedet. Wir haben einige bienenschädliche Pestizide verboten. Ich denke schon, wir haben einen ziemlich großen Einfluss gehabt. Nicht so sehr, wie wir gerne hätten. Nochmal, wir brauchen eine stärkere grüne Kraft im Parlament. Sie werden also nicht Platz machen für Greta? Sie sollte zu uns kommen. Scar Keller, vielen Dank. Thank you, Scar, as well. Thank you. Have a good evening, everybody. Thanks very much, guys. Good night.